So, meine Freunde, es geht weiter hier mit Let's Play Silent Hill 2. Und ja, wir müssen zum Park, nicht wahr? Das ist aber hier verkehrt, weil hier keine Straße weiterführt oder so, müssen wir zurück. Und dann müssen wir wahrscheinlich gleich nach rechts abbiegen. Und dann mal schauen, wo wir dann hin können. Einfach weiterlaufen erstmal. Okay, anscheinend muss ich weiter. Okay. Diese komischen Beine, wie sie immer da stehen. Auf einen warten. Hoch. Ich hoffe, es gibt einen Weg hier hoch. Denn wir müssen zum Park und da ist irgendwas drin und dann zum Museum, nicht wahr? Ja, super. Es geht nicht weiter. Okay. Aber vielleicht kommen wir da durch. Das haben wir ja noch nicht ausprobiert. Vielleicht kommen wir da hinten durch. Mal ausprobieren. Mal schauen. Das ist jetzt viel Gejogge hier, aber hey. Das hält bekanntlich fit. Herz und Nieren. Oder nur Herz. Oder auch gar nichts. Falls das total ungesund, denn die Haltung, die Harry hier an den Tag legt, ist nicht gut, würde ich mal behaupten. So, Harry, lauf. Lauf, wie du nie gelaufen bist, du kleiner Schlingel. So, da können wir jetzt durch. Zack, zack, zack. Okay. Komm ich eigentlich nochmal in die normale Welt oder bleibt das jetzt immer so, so düster? Ich erkenne überhaupt nichts mehr hier. So, jetzt bin ich hier. Ah ja. Jetzt einfach nur noch hoch. Zum Park und dann zum Gedönse da hinten. Genau. Und tschüss. Diese Rumklapper mit ihren Schüchchen. Mit ihren Klapperschüchchen. Schüchchen. Hihi. Okay. Hochgehe. Die sie mich immer alle auffressen wollen, die gierigen Lappen, die. Oh, was ist das? Schrotpatron? Okay. Schrot. Noch mehr Schrot. Noch mehr Schrot. Nein, Gesundheitsdrink. Okay. So, wo ist denn jetzt der Krampf? Muss auf jeden Fall hier irgendwo sein.
glaube, das ist das hier, ne? Ob hinten. Kann das da drunter sein? Müsst du graben? Jawohl. Aber ist eine Leiche drunter? Oder Beine? Würde mich nicht wundern bei dem Spiel. Okay, was ist das? Untersuchst du das auch mal? Ah ja, natürlich. Der kleine Metallkasten ist mit Bolz verriegelt. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Ui, schwierig. Was machen wir da? Okay. Tada! Wow, Bonzenschlüssel. Okay. Ja, wir haben den Schlüssel jetzt gefunden. Dann können wir auch theoretisch wieder hier raus aus dem Park. Und dann können wir mit dem Schlüssel können wir dann in das Museum. Schön. Warum wir da auch immer hinwollen. Wir wollen da hin. Weiß der Geier warum. Es ist einfach so, das Spiel verlangt es und dann machen wir das. Harry fragt sich auch, ich meine natürlich James fragt sich auch die ganze Zeit natürlich, hey, warum renne ich hier die ganze Zeit für eine tote Frau durch die Stadt? Ja, kann er leider nicht beantworten, das ist einfach so. Er wundert sich gar nichts mehr, ja. Er hat's nicht, ich glaube sein Gehirn hat sich ausgeschaltet. Ja, auf jeden Fall. Er ist einfach... Ja. Er ist nur noch einfach ein Geist, der seinem Instinkt folgt. Ein Auto. Noch eins. Ein langer Feldweg. Wie sie da rumstolzieren. Gut. Immer weiter, immer weiter. Gar nicht aufhalten lassen. Wenn wir alle töten würden, ich glaube, wären morgen noch nicht hier. So, hier ist das Käsige Museum. Wenn wir noch die Tür finden, wo ich hier rein kann. Wahrscheinlich das. Jo. Hallo. Oh, es ist wieder hell. Also ein bisschen zumindest. Und Speicherstand. Eine Kasse. Speichern. Jo. Sehr schön. Gut, von dem Apartment hier haben wir natürlich keine Karte. Das heißt, wir müssen jetzt mal so durchschlagen hier. Oh oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Nebeliger Tag, Nachlass des Urteils. Das ist er. Er. Er, was macht er hier? Hier hängt ein Foto. Kohlengruppe Wilze. Wilze. Okay. Wilze? Wilze oder was? Oder wer? Gott. Ich meine, unser Museum ist ja nicht groß, ne? Ist ja nicht bekannt für seine Größe. Hier ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Burghaven Hospitals. Er scheint eine sehr bekannte Person gewesen zu sein. Gewesen, ja. Hier hängt ein Foto. Burghaven Hospital, 1980. Ja, da steht ja noch mehr. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Welle der Immigration in diese Gegend folgte. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte, aber mit der Zeit wuchs es immer weiter. Naja. In diesem Foto ist nichts Besonderes. Ja, super schön.
Hier steht nichts drauf, was weiterhelfen würde. Weißt du doch nicht. Weißt du doch nicht. Ich habe schon alle Silent Teile gespielt. Ja, ich weiß mehr Bescheid wie du. Ich kenne mich aus. Dieser Schrank sieht verdächtig aus. Ist aber anscheinend nichts. So, hier ist irgendwie ein Gang natürlich, den wir natürlich runtergehen. Der ist zwar dunkel und. Aber wir gehen runter. Angst. Draußen stürmt es. Irgendwelche Blätter bewegen sich im Wind. Es regnet, es ist kalt. Freitag. Oh, Freitag. Nein, es ist Montag. Es ist Montag, leider. Ja, war Montag rum, Woche rum, ne? Ja. Montag ist immer schlimm. Montag ist schon Dienstag, naja, geht, ne? Dienstag geht, Mittwoch auch, Donnerstag, boah. Heilige, wie lang ist denn die Treppe hier? Gibt's ja gar nicht. Hört ihr das? Dieses Das bedeutet, wir kommen dem Untergang immer näher. Das bedeutet, wir werden gleich sterben. Irgendwie Angst, Moment, bevor ich da reingehe. Weil ich habe Angst gerade. Haha, hier, kriegst du auf die Schnauze mit dem Schrotgewehr, wie auch immer du bist. So. Ich glaube, es ist nichts Gutes. Nö, erstmal nichts. Hier liegt ein Dokument. 11. September 1820, Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Ja, super. Ja, heb auf da, den Käse. C221. Den Rest kann er nicht lesen. Zappel nicht rum, stirb einfach. Wo bin ich eigentlich jetzt schon wieder hier? Ist das etwa unter dem Museum oder was? Burghaven Hospital? Hier ist nichts. Okay, ist anscheinend doch kein übles Monster, dann können wir auch wieder die Pistole ausrüsten. Ausrüsten. Super schön. Nein, da kann ich rein, das auch noch. Vor neuen Räumen habe ich immer Angst, ein bisschen. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor dem Spiel. Das macht mir Angst. Silent Hill 2 ist das Gruseligste. Gefangenenlager Toluca. Während des Bürgerkriegs gebaut wurde später zum Gefängnis Toluca. Wow. Da kommen. Hier hängt ein Foto. Tod durch Ausspießen. Eine Hirnrichtung im Gefängnis. Tod durch Ausspießen oder Erdrosseln. Die Todesart zu führen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Hier hängt ein Gemälde. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Ja. Dreh ruhig durch, ist nicht schlimm. Der über den Brunnen gekrochen ist. Wie eine Schlange. Zisch. Und weg. Okay, ist kaputt. Hier war ja irgendwie klar. Gott, er will ja nicht wirklich runterspringen, oder? Doch, er will. Das Loch ist dunkel, ich kann nichts sehen. Ja, was kann ich machen? Muss ich ja.
Eigentlich müsste voll irre sein, da runter zu springen. Ich hoffe, von unten sitzt so eine Todesfalle. So lauter Spieße, die dich ausspießen. Jetzt hörst du noch so einen Platsch. Und dann liegt da lauter Leichen. Doch nicht. Ach, Mann, bin ich denn jetzt schon? Es ist nur eine Wand. Es ist nur eine Wand. Daran kann man nicht hochklettern. Ach. Also bist du denn runtergesprungen, Idiot? Reg mich bloß. Das ist anders. Dieser Flick fühlt sich an, als ob das noch keine, ob ich es durchbrechen könnte. Ja, oder so ein. So ein Stock. So ein Brett. Vielleicht klappt das ja damit, Harry. Vielleicht, ja. Mit einem Brett. Ah ja. Natürlich. Nein, stirb. Halt Schnauze. So. Scheiße, ey. Wo bin ich bloß gelandet? Mein Henker gleich nochmal kommt. Ich glaube, der kommt hier unten nochmal. Davor habe ich ja schon Angst. Davor habe ich schon Angst. Platsch, platsch. Nasse Schuhe bekommen, aber egal. Tausend Türen, ey. Also sonst sind sie immer alle kaputt, ne? Aber jetzt. Schlüssel mit Spiraltext. Ich habe den Schalter gedrückt, aber nichts passiert. Na super. Nein, meine Taschenlampe ist leer. Moment, ich habe eine Trockenzelle. Juhu. Na super. Juhu. Super. Okay, mal eben gucken. Bin auch schon fast tot. Das ist cool. Prüfen. Das ist das Feuer, das euch zum Fegefeuer führt. Ah ja. Mhm. Das ist ein sehr netter Tipp. Dankeschön. Arschloch-Spiel, ey. Död. Fickt euch, ihr Scheißviecher, ja. Nicht. Was hatte ich denn jetzt noch nicht? Ich hatte, glaube ich, die Kombination noch nicht. Auch nicht. Die anderen kann ich nicht drücken. Doch, kann ich auch. Scheiße. War das nicht C200?
Nee. Scheiße, scheiße. Verdammt, verdammt, verdammt. Egal, ich mache erstmal einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, meine Freunde. Bis dahin, Tschüssikowski.